Hallo und herzlich willkommen zurück zu Green Hell. Hallo! Ich freue mich, Oh wenn ich mit Gott! dir in der grünen Hölle bin, Hölle bin, Hölle bin. Ich gehe mich waschen. Hallo. Wenn sie so Okay, springt, da werde ich gleich danke. ganz schmutzig. Dachte, ich wasche mich neben dir. Ach, jetzt bist du schon fertig? Nee, Na, noch nicht. Das ist, wie dreckig ich bin. Jetzt bin ich fertig. so schön, mich mit dir zu waschen. Das sieht auch sehr schön aus, wie du das machst. Hallo. Hallo. Da ist ein Stock. Suppe. Ach, wir haben da noch Fleisch in unserer Kiste. Da brauche ich ja Oh nicht. ja. Ist lieber erstmal das Alte. Einigens. Oh, das ist Das alles gut. ganz doll schmutzig. Schmutzig, Hä? verdorben meine ich. Alles? Ich. Nein, das Puma-Fleisch ist verdorben. Oh nein, gerade das. 19 Stunden, 21 Stunden, dann esse ich erstmal das hier. Eine Pilzsuppe Das bringt sammle man ich mal. mal. Obwohl, dann ist wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, ich könnte auch Menschen noch was essen. So. Hast du noch rohes Fleisch irgendwo? Nur rohen Fisch. Den kannst du hier auf das Räuchergedöns packen. Das hörte sich ein bisschen gruselig an, so direkt neben dem Ohr. Achso, er hätte ja gleich viermal, also er hätte ja gleich den anderen Fisch auch noch machen können. Na egal. So. Ja, dann hole ich den anderen Fisch jetzt auch noch. Haben wir noch vielleicht noch einen in der Falle? Jo, dann nehme ich den. Nimm ihn. Beide Nimm ihn. Geht doch. nehmen. Sammeln. Geh mal gucken, Sammeln. in der Falle ist wieder was, glaube ich. Nö. So. Und so. Hier ist nichts drin. Nischt. Nichts. Gar nischt. Ja, nichts. Das ist ja verrückt. Wie könnte das sein, dass da nischt ist? Aber hier ist was. Ich glaube, die mögen nicht so gerne Krötenfleisch. Oder was ich auch immer da reingetan hatte. Ja, Menschenfleisch mochten die doch am liebsten, ne? Ja, das stimmt. Aber das ist leider verdorben gewesen. Na. Und das Verdorbene mögen sie nicht? Stimmt, hätte ich mal ausprobieren sollen, ne? Vielleicht sterben die dann schneller oder so. Ich weiß ja nicht. Möglich. Haben wir noch Bambus hier rumliegen? Bambutz. Bambus. Jo, bisschen Fett. Gut. Da hinten liegt ja noch eine Nuss. Ein Stäbchen habe ich nur. Na ja, immerhin. Oh, wie sieht's jetzt aus? Noch mehr Fett. Bam, 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 bam. La 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 la. Hab ich, Oh, hier liegt einer. Na! Wie viel haben wir denn davon? 13. Da müsste auch noch einer. Ein Pfeil noch passen hier, ne? Tja. So. Hallo! Hallo, wie spät ist es denn? Schatz? Ja. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Müssten wir schon wieder ins Bett? Es ist um 2. Wenn wir nicht wieder bis halb 2 schlafen wollen oder halb 3. Okay.
Wir sollten so langsam mal versuchen, einen ordentlichen Schlafrhythmus aufzubauen. Okay, ich komme wieder mit meinem Stab. Okay. Ich warte auf dich. Ja, bin schon da. Gute Nacht. Nacht. Nur bis wir voll sind, oder? Ja, jetzt. Okay. Ich speichere mal, so zur Abwechslung. Boah, das ist so eine gute Idee. Huch. Manchmal habe ich die besten Ideen. Da hast du recht. Mich wundert es echt, dass es schon so lange so ruhig ist. Finde ich irgendwie unheimlich. Das liegt an der Trockenzeit wahrscheinlich. Da kommt schon gleich wieder. Meinst du? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch... Wahrscheinlich haben wir dann irgendwie 3 Tage hintereinander nur Leute hier im Camp oder so. Vor allem nur Leute, was? Die kommen dann hier wie die Touris, was? Genau, die meine ich. So. Habe ich denn noch alles voll mit Wasser? Ja. Was wollte ich jetzt tun? Ich vergesse mal, was ich machen will. Das ist nicht so schön. Oh. Mensch. Ach, ich habe irgendwas. Mensch. Warte! Wo bist du? Nein, ich habe noch einen. Ah, da, ich sehe ihn. Der sieht eklig aus, wie der da von unten rumbaumelt, aber den kriege ich nicht. Warte! Nimm doch mal den Arm runter jetzt! Vielleicht, wenn ich wieder in dich reingehe? Ne, der will nicht. Den kriege ich nicht! Nicht? So. Ah! Also, du schreist mich vielleicht an direkt so. Also, ich sag, ich habe irgendwas und dann kommt von der linken Seite einfach so ein Gesicht reingeplopft. Warte! Ich werde dich retten. So. Ja, so machen das doch Klaus und Udo. Da ist ein Tier in unserer Falle. Yay. Was wollte ich denn? Achso. Das Blatt? Ja. Okay. Oh, ich bin voll. Voll fett. Schatz! Scheiße. Habe was! Ja, ich kann leider nicht rennen und nicht laufen und nichts tun und so. Ich muss kurz Knochen abwerfen. Knochen abwerfen. In der Schule oder so. Ja. Ich komme, Schatz. Ich eile. Wo hast du denn Sachen? Da weiß ich nicht so genau. Warum stellst du dich immer ans Feuer, damit ich die dann suchen muss? Du weißt doch, welche Angst ich vor dem Feuer habe, nachdem ich mich vielleicht 1-2 Mal zu viel verbrannt habe. Achso. Warte. War's das? Nee. Okay. Weißt du, wie einfach das wäre, wenn wir die einfach selber wegmachen würden? Ich sehe ihn nicht. Wenigstens hat man eine wunderschöne Aussicht. Er verbirgt sich vor mir. Ja. Er ist vermutlich an deinem linken Bein. Verbirgte. Da, ich hab ihn. Da. Noch einer. Danke. Ja, bitte gern. So.
Ich muss mal ein paar Knochen hier wegschmeißen, weil ich habe so viele. Und dann hole ich die anderen noch. Eigentlich hätte ich ja auch direkt aus der Flasche trinken können, ne? Aber naja, was soll's. Achso, Feuer, 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 Feuer. Jetzt da. Wenn du wieder hier bist, könntest du mal was ins Feuer schmeißen, falls du etwas hast, um ins Feuer schmeißen. Ich habe Knochen. Warte, ich habe auch gleich was. Haha, ich sammle ja hier. So, nochmal sammeln. In welches Feuer? In das am Räucher oder in das andere? Ich glaube, beide brauchen was. Okay. Oh ja, oh ja, oh ja. Mach du das am Räucher. Machst du, falls du das nicht gerade eh machst. Ja, hat ich gerade gemacht. Hab ich gerade gemacht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß nicht. Achso, ist das eigentlich eine Bambusdusche oder gab es nur eine? Es gab nur eine Lehmdusche. Ah, schade. Wo kommen die nochmal hin? Hier, ne? Passen zwei vielleicht. Nein, nein. Ich ahne Böses. Ah. Kannst du doch nicht sagen, du Spiel. Was? Muss ich alle 14 Pfeile hier woanders hinräumen? Oh. Jetzt vielleicht. Achso, warte, der eine noch. Ich sortiere gerade mal ein bisschen um hier. Ah, wenigstens etwas. So, schön. Zwei passen so, okay. So. Dann gehe ich noch mal da andere Bäumchen holen. So. Ach, ich habe ganz viel Fleisch. Ich mag's, wenn was dran ist an einem Mann. Weißt du, da sage ich mal extra so ein Zeug, da reagiert es einfach gar nicht. Ich habe mich gerade darauf konzentriert, das andere Fleisch da runter zu holen. Kacke! Yeah! Ja! Endlich mal wieder. Es wurde ja auch langsam mal Zeit. Ne? Ehrlich, wir hatten schon Sorge. Über den Stuhlgang der Einwohner hier. Der Einwohner? Ja. Die machen hier immer hin? Oha. Natürlich, was denkst du denn, wo sonst die Kacke herkommt? Ich also sagst du nichts, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was mir da... Keine Ahnung. Mhm. Ach, tu den Stein weg, den will ich nicht. So. Ich pack mal wieder das Fleisch hier rein. Wir müssen halt echt aufpassen. Ne? Das verdirbt halt alles so übelst schnell. Ich finde es zwar schade, dass wir keinen Kühlschrank machen können. Kühlschrank. Was ist denn daran jetzt so lustig? Wir haben doch gar keine Elektrizität. Aber wir haben doch den Kai. Der Kai könnte ja zum Beispiel... Hier wedelt mir ein Stock zu. Schwimmen und uns damit Energie versorgen. Ach so, ja, das ist natürlich eine hervorragende Idee. Ne? Finde ich auch. Was fehlt mir denn jetzt noch? Nix. Bisschen fertig. Phoenixa save the game. Ja, das macht die Phoenixa manchmal. Ich nicht so oft. Könnte das öfter machen. Och, den winkenden Stock lasse ich hier liegen, glaube ich. Das den winkenden Stock. Na. Ja, der Wink. Weiß, hier war noch so ein Ding. Wo ist das? Oh, hier ist ein neuer gewachsen. Zwei sogar. Aber wo ist denn der hier schon war? Hydration. Und da war hier keiner? Doch, hier war doch einer. Wir haben alle Hydration. 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 Ja, ekelhaft. Hydration. Hydration. Offenbar dich, schleicht hier.
Offenbare dich, Schleichtier. Oh Moment, ey, das jetzt müsste ich mir eigentlich gerade aufschreiben. Moment. Das ist eine ganz normale Sache zu sagen. Offenbare dich, Schleichtier. Ich weiß jetzt schon, wie diese Folge heißen wird. Offenbare dich, Schleichtier. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee von dir. Warte, ich schreibe mir das. So. So. Ich habe ein dann bisschen Angst vor Kai jetzt gerade hier, aber... Hä, wieso? Vorhin passen doch zwei davon in meinen Rucksack. Wieso jetzt nicht mehr? Ach, deswegen, ernsthaft? Tu die doch dahin, meine Fresse, ey. Dass der nicht mal selber seinen Rucksack umsortieren kann, weißt du? Nee, das kann er nicht. Unfassbar. Oh? Hör ich da etwa Kacke? Oder ist das was anderes? Nein, es ist Kacke! Ach, tschüss. Vielleicht mal mich zufriedenstellen. Hops! La. Ich sollte aufhören zu rennen, aber la. Oh Gott, wie er keucht. Mein Gott. Der Typ, ey. Nur am Jammern. Ja, die kannst du auch gerne nur mit dem... Naja, was soll's. Mach, wie du willst, Klaus. Das ist okay. Hä? Wo ist denn der Dritte? Hä? Wo ist der denn? Hä? Da liegt er doch. So. Dann einmal gepflügt. Und dann gepflanzt. Hinterm Wedelstock liegt der, okay? Merkt ihr das? Hinter dem Wedelstock. Da liegt dein Glück. Jetzt hör doch auf, hier Psychitria zu pflanzen. Dschungelgott. Oder wer auch immer es ist. Dschungelgott. Auch schön. Ja, wer pflanzt denn sonst hier die ganze Zeit Pflanzen? Das stimmt natürlich. Das muss der Dschungelgott sein. Mhm. So, jetzt probiere ich mal was. Wenn ich jetzt dieses Teil hier habe, kann ich dann ein... Ja, das geht. Ich kann noch ein weiteres daneben bauen. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber... Na, wir haben doch unsere Dusche platziert, ne? Ah, okay, warte, dann soll ich jetzt mal auf hier zu sammeln. Dann kriege ich mal Baumstämme. Sehr schön. Ne, das geht. Cool. Erschreckt mich doch nicht so. Der kommt von oben auf einmal immer runtergehüpft, weißt du? Entschuldige bitte vielmals. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wolltest du wohl? Ich dachte, du freust dich, mich zu sehen. Grundsätzlich schon, aber das war jetzt schon sehr schockierend. Weil ich so schön bin. Weil du so schön bist, so schlau bist. Weiter weiß ich nicht. Aber das bist du auch. Wer dich misst, Dschungel. Auch gut. And shower to the left, and shower to the right. Passen die vielleicht hier rein? Na also. Ich hoffe, die trocknen nicht alles. Wenn wir es geschickt anstellen, haben wir die Dusche gleich zu Beginn der Regenzeit schon fertig. Ach, das schaffen wir. Ich habe auf jeden Fall hier hinten noch zwei von diesen Flock-Dingern liegen. Achso, ich kann die Lehm-Dinger noch nicht da reinsetzen, oder? Nee. Ach, scheiße. Mann!
Wo hast du noch zwei Sachen? Schon wieder da. Okay. Oder du kommst mit. Ich kann auch mitkommen. Schmutzig, ich glaub, wie ich bin. Aber einen in der einen Seite des Dschungels und der andere liegt auf der anderen Seite des Dschungels. Warum tust du sowas? Die Bäume wachsen so, da kann ich doch nichts für. Ich bin doch gar nicht immer alles schwul. Verfolgst du mich? Ja. Das finde ich schön. Da laufe ich direkt viel mutiger in den Wald. Ja. Mhm. Wo? Warte, ich hab's gleich. Hier irgendwo. Ich höre gruselige Dinge. Ah, hier. Hier liegt einer. Nee, den wollte ich nicht. Oh Gott. Wo? 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 Irgendwo hier. Ah, hier. Beschützt du mich jetzt? Nee. Aber ich habe das Ding auf dem Arm. Aber du nimmst doch nicht nur einen mit. Nee, ich warte ja drauf, dass du mir den nächsten zeigst. Achso, ja, den muss ja erstmal noch... Guck mal, hier ist einer. Guck mal, wie viele Dicke hier rumstehen. So. Kann dich nicht beschützen, weil ich muss doch selber noch welche dahin bringen. Okay, ich habe 3 Stück. Mehr kann ich, glaube ich, sowieso nicht tragen. Nee, ne? Nee, mehr geht nicht. Wo ist mein Zuhause? Hier links und dann rechts. Findest du's? Ach, da drüben ist die Brücke. Ja. Okay. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Weil ich so mutig von ran gestürmt bin, weißt du? Mhm. Mutig. Sehr, sehr mutig. Ich finde das voll doof, dass man nur 3 Stück tragen kann. Ja, ich fände 4 gut, weil ja auch mal 2 da rauskommen, weißt du? Hm. So, warte, wo waren jetzt die anderen? Nee. Irgendwo da. Da. Jetzt brauchen wir noch lange Stücke, ernsthaft? Ja, hier liegen so ein paar. Haben wir eigentlich eine Halterung für die Dinger? Die für die langen, ja. Ach ja, hier, ich sehe schon. Bam. Was macht ihr denn für Geräusche? Na. Hä? So, Seile. Wieso? Was denn? Ich kann den blöden Vogel nicht mitnehmen, dann sammeln wir den hin noch. Das essen wir mal. Oh, das. Oh, puh. Ich möchte die Dusche bauen. Das ist das einzige Ziel, was ich in meinem kleinen Leben noch habe. In meinem kleinen Leben? Ja. Wieso ist dein Leben klein? Weil ich klein bin. Ach so. Wobei, so klein bin ich gar nicht. Ich kann nicht aufhören zu rennen. Das ist wie ein Zwang. Ich bin schon wieder sehr, sehr schmutzig. Ich bin sehr, sehr weit von zu Hause weg. Warum? Weil ich noch ein Stück weiter gelaufen bin. Aber ich komme jetzt. Warum machst du sowas? Wo ist der Wedelstock? Da. Der Wedelstock? Hier, der hat gerade gewunken. Ah ja. Ja, mit Eiern hat er nicht geworfen. Nicht? Nee, na, zum Glück. Das wär's ja noch. Ich hier schon? Ja. So. So. Was hast du denn den letzten hingetan? In die Halterung. Okay.
Ach so, davor. Ja, gut. Da war ich schon vorbeigelaufen. Ja, mach nichts. Ich hole mir den gleich. Zu Hause. Das ist schön. Schatz, ich habe gerade unser Badezimmer renoviert. Ja. So, was ist das? Ein Bambusstock. Okay. Das ist ja kein Problem. Der Bambusstock ist kein Problem, das ist schön. Nee, Bambusstock habe ich. Gleich. Ach so, was da rein muss. Da. So, Moment. Da. Dann hier ein bisschen davon. Ich nehme an, man muss hier sauberes Wasser einfüllen. Und dann machen wir noch eine Mandel. Schmutziges Wasser geht nicht. Ich helfe dir gleich. Ich muss mich eben... Boah, wieso wasche ich mich denn? Wir haben gleich eine Dusche. Das ist ja bescheuert. Ja, aber ich habe nur schmutziges Wasser in meinen Bidons. Aber das kann ich ja... hier. Dann füll das da rein, damit was... Ja, weißt ja. Du? Das ist leer. Hä? Wie geht denn das? Von unten oder wie? Nee, von oben würde ich denken. Wo denn? Geht das nicht? Ach da, warte. Hier vielleicht? Nee. Aber, das wird doch hier angezeigt. Nee, doch nicht. Hä? Muss es vielleicht doch regnen und anders geht's nicht? Das kann sein. Das finde ich traurig. Ich auch. Aber nicht so schlimm. Dann packe ich mein sauberes Wasser wieder hier rein. Hm. Ach, ich bin so doof. Oh, wieso? Na, nur so. Was hast du gemacht? Hast du das saubere Wasser in das falsche reingetan? Hä? Wie, hä? Was? Nix, ich habe gedacht, ich hätte gerade irgendwas gehört. Aber ich glaube, ich hoffe, ich habe mich geirrt. Hast du bestimmt auch. Nee, ich habe gerade irgendwie mit dem Wasser, war ich gerade irgendwie verwirrt. Ich bin gerade aus Versehen die Leiter hochgelaufen. Ich bin fast ins Feuer gesprungen. Was ist denn hier los gerade? Irgendwas ist gerade hier seltsam. Ich? Wieso? Ich weiß nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Bei mir? Nee, nicht bei dir. Bei unserer Sorglosigkeit hier. Ich weiß aber nicht so richtig, woher das ungute Gefühl kam. Und Udo sorglos. Irgendetwas ist auf dem Weg. Immer. Das ist ja ganz normal. Weißt du, jetzt mache ich das schon so richtig dramatisch und dann sagst du sowas wie immer. Du hättest jetzt sagen müssen, oh nein, was könnte es sein? Nein, würde ich sagen, man weiß es nicht. Es lauert in den Tiefen des Dschungels. Okay, Entschuldigung. Oh nein, was könnte es sein? Man weiß es nicht. Es lauert in den Tiefen des Dschungels. Und es beobachtet uns. Nee, nix schön. Ja, es ist furchtbar, meine ich. Ja, genau. Ganz furchtbar. Es beobachtet uns, bereit zuzuschlagen. Huch, Feuer. Muss man wirklich aufpassen hier. Das ist gefährlich. Wir brauchen hier noch ein Dach.
Spitze, wir haben ein Dach. Also noch nicht, hast aber du noch bald. Irgendwelche Samen? Eine Menge. Pflanzen? Nein. Liegen hier noch welche? Das liegt noch hier. Sonst hier nicht mehr, okay. Dinge werden kommen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Okay, Entschuldigung. Oh. Ja, immer. Mann! aber. Wie, was für einen Tag haben wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich 42. Hoffe... Obwohl 42 überlebt, das passt nur ungefähr. Ich möchte, dass es bald anfängt mit Regnen. Dann können wir zusammen duschen. Ja, ich würde so gerne mit dir. Ja, das weiß ich. Ich habe gefunden, was gelauert hat. Was denn? Hier, guck. Eine Kokosnuss. Ich wusste es, ja. Aha. Ja, die sind aber bekannt für ihre... Lauerigkeit. Ich habe gerade das Wort gesagt, gesucht, aber gut, dass du... Ja, ja, genau. Für ihre Lauer... Lauer... Ach, Mann. Für ihre Lauer. Auf der Lauer. Ja, ja. Sehr, sehr schmutzig. Oh, ich auch, Baby. Oh, ich hab irgendwas. Zeig. Oh, stell dich ruhig hier hin. Das... Noch mehr? Danke. Nö, das war's. Dankeschön. Sehr gerne. Ich immer das Wasser am Beobachten bin, wenn ich mich wasche, ne? Immer diese blöden Fische, die dann da hin und her schwimmen. Ja. Ich müsste mich auch waschen, bevor wir ins Bett gehen. Mach das. Aber erstmal muss ich die Decke noch fertig machen. Wie müde bist du? Nicht sehr. Nicht? Nein, aber ich esse auch mal zwischendurch. Du vergisst ja mal das Essen. Kann mir nicht passieren. Ich vergesse das Essen nicht. Ich faste. Warum? Weil ich manchmal vergesse zu essen. Aber ich mir geht's möchte nicht, dass Sophie an mir dran ist, wenn Kai kommt. Ja. Nee, tatsächlich brauche ich ja gar nichts. Also ich esse schon immer genug. Aber du kriegst auch Energie, wenn du dann... Nächste. Ach, weil du wieder die ganze Nacht durchmachen willst, weißt du? Deswegen bist du die ganze Zeit am Fressen. Alles klar. So mache ich das auch im echten Leben. Siehst du? Und schon gehend meiner. Außerdem brauche ich ja Energie für dich, wenn ich mit dir ins Bett gehe. Das stimmt. Ich liege immer nur still da, wie so ein Seestern. Ah, schön. So. Was? Nix, ich gehe mich waschen. So, ich lege mich schon mal hier hin. Ja. Beine breit und dann, so. Und dann mein Kaffee ist kalt. Oh nein. So, ganz viel Dünger. Immer noch schmutzig, was denn los? Das sind deine Gedanken, ich sag dir. Braucht unser Feuer eigentlich wieder Holz und so? Nö, ich hab grad aufgefüllt, alles gut. Ach so, okay. Schön. So, das noch. Noch was Verdorbenes? Nö. Und da kann die Kacke rein. Hä? Ich sag immer noch so viel. Ich hab doch was gepflanzt davon. Ach, Eingeborene! Wo denn? Hier! Hier! Ach, wie süß du bist. Die gucken gar nicht. Doch, jetzt gucken sie hierher. Was machen die? Die spielen. Und hier sehen sie Eingeborene in freier Wildbahn. Diese beiden spielen das beliebte Spiel Moonwalk. Die spielen wirklich Moonwalk.
Dieser Brauch entstand, nachdem die Eingeborenen eine Michael Jackson CD gefunden hatten. Was, wo bist du eigentlich? Unter dir. Ach so, du. I need to rest, sagt meiner, siehst du? Dreh doch den Bogen, du Affe! Seit wann gibt's hier Affen? Meiner ist gerade gestorben. Oh nein. Dann treffe ich aber nicht. Ich bin ja schon froh, dass du sie siehst. Ah! Der stirbt da dann oben auch bald. Stehen ja noch zwei. Was denn hier los? Udo ist müde. Da oben stehen noch zwei. Wo denn? Oben, an dem Felsen. Ach, ne, eben. Ja, Mensch, die netten Nachbarn. Na, die kommen immer so spät. Der Udo ist müde. Die können ja morgen wiederkommen. Wir gehen jetzt ins Bett. Geht nach Hause. Genau. Geht nach Hause. Haus ist leer. Ach, jetzt hast du mich gesehen, ja? Haha. So. Komm, wir gehen jetzt schlafen. Lass die jetzt. Immer wollen die nicht mit mir spielen. Ja, die kommen immer zu spät. Die Uhrzeit, da sucht man an niemanden mehr. Da ist einer umgefallen, der ist auch müde. Okay, gute Nacht. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.